Weihnachten 1999. Frohlocken in Rom. Die römische Kirche hat die Wechselfälle zweier Jahrtausende überstanden. Eine Bilanz, auf die man hier stolz sein kann, auch wenn nach eigener Bekundung höhere Kräfte mitgewirkt haben. Doch bei allen Wundern, die den Aposteln zugeschrieben werden, Geld machen konnten weder sie noch ihre Nachfolger. Also mussten sie sich um Einkünfte kümmern. Einkünfte braucht sie noch immer. Folgerichtig harrt man im Jubeljahr freudig der Pilgermassen und ihrer Almosen. Wer gegeben hat, kann ruhigen Gewissens die Schatzkammern der Basiliken besichtigen. Die Kirche hat von Anfang an ihren Reichtum zur Schau getragen und doch Geldopfer erheischt im Namen der Armen. Eine Frage der Auslegung. Dass Reichtum mit den überlieferten Worten Jesu vereinbar sei, haben die Kirchenväter durch die Kunst der Schriftdeutung nachgeliefert. Der Jubiläumspilger wird vor dem Petersdom schnell gewahr. Die römische Kirche verschließt sich durchaus nicht allem Neuen. So lassen ihr Angebot und Marketing kein Medium mehr aus und keine Geschmacksrichtung. Ihrer Heiligkeit bleibt wohl auch nichts anderes übrig, nachdem ihr einige Betriebszweige abhanden gekommen sind. Der Vatikan wirbt im Jubiläumsjahr 2000 auf dem Petersplatz mit der eigentlichen Gründungsszene, die Geburt des Stifters, laut Matthäus-Evangelium. Demnach wäre es schon in der Stunde 1 zu einer Geldzuwendung gekommen. Die Weisen aus dem Morgenland fielen nieder, beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es gibt vier verschiedene Biografien über Jesus Christus, die sogenannten Evangelien. Sie wurden Jahrzehnte nach den beschriebenen Ereignissen kompiliert und dienten dem Zweck, einen neuen Kult zu stiften. Neue Kulte waren im Römischen Reich nichts Ungewöhnliches. Die Evangelien lassen Jesus Wunder vollbringen und einen modifizierten jüdisch-hellenistischen Heilsweg predigen. Die Ethik ist bestimmt durch Feindesliebe, Friedfertigkeit und die Absage an Macht und Reichtum. Wie hätte er wohl reagiert, dieser Jesus, auf die Geschäftigkeit in einem heiligen Bezirk? Gewalttätig wahrscheinlich, denn laut Matthäus-Evangelium hat Jesus die Händler aus dem Tempel vertrieben. Die Vertreibungsszene kann der Gläubige nur in sehr, sehr wenigen Kirchen besichtigen. Jesus, das Vorbild, ein Rebell? Ungut für jede Obrigkeit. Er trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer aus dem Tempel und stieß der Wechsler Tische um. Überhaupt werden den Betuchten nur geringe Chancen eingeräumt, in den Himmel zu kommen. Eher käme ein Kamel durch ein Nadelöhr. Pläne für Kirchenstaaten oder die Heilsvermittlung gegen Bares werden in den sanftmütigen Evangelien nicht geäußert. Das sagt Jesus etwa. Hütet euch vor aller Habgier. Ihr sollt euch keine Schätze sammeln auf Erden. Das Himmelreich ist nah. Eine doch schon größere Rolle spielt das Geld im zweiten Teil des Neuen Testaments, in der Apostelgeschichte und den Apostelbriefen. Diese Gründungstexte handeln auch von den geldlichen Problemen der ersten Gemeinden. Vorsteher in Jerusalem war der Apostel Petrus.
Das Grab Petri wird in Rom gezeigt, um dessen Rolle als Kirchengründer zu unterstreichen. Die Apostelgeschichte lässt ihn dagegen nicht in Rom agieren. Sondern vor allem in Jerusalem. Petrus predigt vom baldigen Weltende, sodass die Anhänger sich leicht von ihren Gütern trennen. Die da Äcker oder Häuser hatten, die verkauften sie und brachten das Geld zu den Aposteln. Petrus im Petersdom. Die Berührung der Füße halten manche Gläubige für heilsam. Durchweg gütig war der Verehrte indessen nicht. Laut Apostelgeschichte hatten die Eheleute Ananias und Sapphira einen Acker verkauft, um das Geld der Gemeinde zu stiften. Petrus durchschaute, dass sie nur einen Teil der erlösten Summe abgeliefert hatten. Der Nachfolger Christi zeigte kein Erbarmen. Petrus laut Apostelgeschichte zu Ananias: Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und gab den Geist auf. 3 Stunden später stellt Petrus auch Sapphira zur Rede. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Eine Mahnung also für alle Spender. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde. Folgt man den Texten, war der Apostel Paulus im Römischen Reich oft unterwegs, betraut mit der Missionierung der Nichtjuden, der sogenannten Heiden. Auf seinen Reisen hat er laut den Paulusbriefen auch Geld für die Judenchristen gesammelt. In Jerusalem kam es zum Streit beim Verteilen des Geldes. Es erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde, wider die hebräischen. Die erste Spaltung zeichnet sich ab zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Paulus klagt laut den ihm zugeschriebenen Briefen Petrus an: Warum zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Und Paulus mahnt: Lasset nicht Spaltungen unter euch sein. Einer spricht, ich bin paulisch, ein anderer, ich bin petrisch. Jede Seite warf der anderen vor, es ginge ihr ums Geld. Paulus Brief: Es sind viele Verführer aus den Judenchristen. Sie lehren, was nicht taugt, für schändlichen Gewinn. Der Gegenvorwurf laut Petrus Brief: Falsche Propheten führen verderbliche Sekten ein, aus Habsucht, mit erdichteten Worten zu ihrem Vorteil. Der Überlieferung nach hat Jesus die Apostel zur Wahrheit verpflichtet. Der Ton wird schärfer. Paulus Brief: Man muss ihnen das Maul stopfen. Petrus Brief: Propheten im zuchtlosen Lebenswandel. Die ersten Bistümer entstanden offenbar unter der Ägide von Paulus. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, begehrt er ein köstliches Werk. Die nötigen Immobilien wuchsen den Gemeinden durch Schenkungen zu. Die Großmut der Geber hatte wohl mit dem angesagten Weltende zu tun. Vier konkurrierende Sekten beklagt der Paulusbrief und eine beginnende Vermarktung des Heilsangebots, aber nur bei den anderen. In den Gemeinden kam es bald zur Verbeamtung. Kirchenlehrer Cyprian um 250 über Diakone und Presbyter: Wählt Sanftmütige, nicht Geldgierige. Justin etwa zur gleichen Zeit zur Einnahmeseite: Was beim Gottesdienst zusammenkommt, wird beim Vorsteher hinterlegt. Tertullian: Ist eine Kasse vorhanden, entrichtet jeder an einem bestimmten Tag eine mäßige Gabe. War das Geld, wie beide betonen, nur für Bedürftige bestimmt? Das kann nicht sein, denn die Personalkosten waren durch Festanstellungen erheblich gestiegen. Bald war der christliche Klerus so zahlreich wie die Priesterschaft der Konkurrenz.
Auch mancherlei Anschaffungen waren fällig. Sämtliche Kulte pflegten ihr Klientel mit schönen Inszenierungen zu beeindrucken. Um mitzuhalten, mussten auch die christlichen Obrigkeiten in prachtvolle Gewänder und teures Altargerät investieren. Nicht einmal ein Abglanz blieb übrig. Um 300 war das ägyptische Alexandria die zweitgrößte Stadt im Römischen Reich und Residenz eines Oberbischofs, dem schon rund 100 Bistümer unterstanden. Verlockender Reichtum, der zur Ruinierung der Stadt führen sollte. Eigene Sklaven beackerten die geschenkte bischöfliche Landwirtschaft. Eine eigene Flotte besorgte den Getreidetransport nach Rom, wo ebenfalls ein Oberbischof residierte, der über Dutzende Bischofssitze in Italien gebot. Trotz gelegentlicher Verfolgung nahmen Macht und Reichtum also weiter zu und die Begehrlichkeit auch. Immer häufiger setzten dem Bischof Gegenbischöfe zu, sodass es auch innerkirchlich zu allerhand Mord und Totschlag kam. Die Jubiläumspilger werden sich nach der zweiten Jahrtausendwende kaum noch Gedanken über das Wesen Jesu machen. Niemand fragt etwa, was tat der Gottessohn im Himmel vor seiner Geburt? Dagegen beschäftigte im 4. Jahrhundert das Jesusproblem mehrere Konzilien und führte zur ersten großen Spaltung der Christenheit. Im Jahr 2000 kann die römische Kirche ein Nebenjubiläum feiern. Sie hat ihre Vorstellung vom Wesen Christi beharrlich beibehalten, trotz aller Anfeindungen. Rivestendosi della nostra carne. Ja, der Sohn Gottes, eines Wesens mit dem Vater, Gott von Gott und Licht vom Licht, e luce da luce. Von Ewigkeit her vom Vater gezeugt. Sohn von Anfang an und Gott wesensgleich. Kaum dekretiert, kam es zum Streit. Der nüchterne Einwand, niemand kann Sohn sein vor seiner Geburt. Auch einen zweiten Gott wollten viele nicht hinnehmen. Zur Lehre wurde die Gegenposition um 318 in Alexandria. Der Kirchenbeamte Arius befand, dass Christus erst mit seiner Geburt Gottes Sohn wurde und prompt formierte sich eine Bewegung. 324, Alexandria. Anhänger des Arius prügeln sich mit ihren Gegnern. Es geht nicht mehr um Jesus, sondern um die Pfründe des Bischofs. 324, Nikaia. Kaiser Konstantin hat seinen letzten Mitregenten aus dem Feld geschlagen. Nun will er hier auf einem Konzil das Arianerproblem lösen. Die Katholischen beherrschen das Konzil und denen ist ein menschlicher Christus zuwider. Nur ein Gottgleicher kann ihnen die Macht übertragen haben, die sie beanspruchen. Der Machtmensch Konstantin pfeift auf die Logik und hört auf Einflüsterungen. Philosophischer Scharfsinn bleibt ihm ohnehin erspart, da den Arianern der Zutritt verwehrt wird. Also sprach der Machtmensch ein Machtwort. Christus gab es von Anfang an. Und? Gott und Christus sind wesensgleich. Schluss der Debatte. Die Bischöfe eilen zu ihren Pfründen. Möglich, dass dort schon ein Gegenbischof dreut. Die Schriften der Arianer wurden verbrannt. Es nützte nichts. 328, Alexandria. Bewaffnete Banden der Arianer und ihre Gegner kämpfen um den Bischofspalast. 339, Alexandria. Erneute Unruhen. 366, in Rom wählen zwei Parteien zwei Päpste. Der Zeitgenosse Ammianus Marcellinus. In unmenschlicher Gier auf den Bischofssitz bekämpften sie sich aufs Bitterste. Ihre Anhänger lieferten sich Schlachten mit Toten und Verwundeten.
Und in der Basilika, die heute Santa Maria Maggiore heißt, fand man 137 Leichen, die an einem einzigen Tag erschlagen worden waren. Im Jahr 496 trat der fränkische König Chlodwig den Katholischen bei zum Frohlocken ihrer Bischöfe. Und das Frohlocken hielt an. Ein paar Jahre später bringen die Franken den Westgoten eine schwere Niederlage bei. Die arianischen Bischöfe müssen katholischen weichen. Was das Bündnis zwischen Päpsten und den Königen beiden Seiten einbrachte, kann der Rompilger im Vatikan besichtigen, und zwar im ehemaligen Geheimarchiv. Pippin und andere Könige weisen dem Papst, Bischöfen und Äbten ganze Landstriche zu. Im Gegenzug wird ihnen bescheinigt, ihre Herrschaft sei nunmehr von des christlichen Gottes Gnaden. So benutzte jede Seite die andere, um ihren Machtanspruch zu legitimieren. Ein Kaiser lässt einen Papst gefangen nehmen. Es bleibt eine Streitfrage, wer wen ein- oder absetzen darf, ob Päpste, Könige oder Bischöfe. Und sie wird oft wie hier geregelt oder gar auf dem Schlachtfeld. Rom, 1046. Inzwischen kämpfen schon drei Päpste um den Kirchenbesitz und die Einnahmequellen. Kaiser Heinrich III. Setzt die drei Oberhirten ab und einen eigenen ein. Und der allein soll nunmehr hohe kirchliche Würdenträger einsetzen. Doch weltliche Herren vergeben weiter Bischofsstühle gegen Bares oder Wohlverhalten. Auch der nächste König, Heinrich IV., besteht auf seinem Recht, Bischöfe einzusetzen. Hier im Kloster Cluny formierte sich daraufhin eine Gegenbewegung. Und 1073 wurde ein Clunyazenser als Gregor VII. Papst. Ein Reformziel, die Abschaffung der Simonie, des An- und Verkaufs von Kirchenpfründen durch Laien. 1075, zwei Jahre später, schlägt Papst Gregor zu und bedeutet König Heinrich: Der Papst allein setzt Bischöfe ein. Worauf Heinrich den Papst für abgesetzt erklärt: Du hast kein Recht am Papsttum. Steige von diesem Thron herab. Zu den undurchsichtigen Vorgängen in der italienischen Burg Canossa kam es, weil Gregor nun den König absetzte und aus der Kirche warf. Der Bann sollte den König politisch isolieren, und das tat er auch. Januar 1077. Unterwegs nach Norden bringt sich der Papst in der Burg von Canossa in Sicherheit, da König Heinrich mit seinen Mannen anrückt. Ob der König zwecks Buße unterwegs war oder um den Papst gefangen zu nehmen, bleibt umstritten. Da sich die Burg als uneinnehmbar erweist, unterzieht sich Heinrich einem Bußritual. Gregor, der nicht zu weit gehen darf, muss einlenken. Dass Heinrich tagelang barfuß im Schnee gestanden habe, ist eine Legende. Schon nach Stunden hätte es ihn dahin gerafft. Nach längeren Verhandlungen hebt Gregor den Bann auf. An ihre Vereinbarungen halten sich beide nicht. Der Streit eskaliert zum Krieg und Gregor bemüht erneut seine schwerste Keule. Prompt schlägt Heinrich zurück und erklärt, Gregor sei kein Papst mehr. Um seiner habhaft zu werden, unternimmt der König eine Heerfahrt nach Rom. 1083 belagern seine Mannen den Papst und die Seinen in der Engelsburg. Die Vorgänge wieder in zeitgenössischer Sicht. Heinrich und der von ihm ernannte Gegenpapst vertreiben Gregor aus dem Lateran. Eingeschlossen in der Engelsburg bittet Gregor die mit ihm verbündeten Normannen um Beistand, und die kommen auch. Heinrich muss den Rückzug befehlen, und die Normannen hausen drei Tage lang in Rom. Will heißen, plündern, zündeln, metzeln und vergewaltigen.
Gregor kann die Engelsburg verlassen und folgt den beutebeladenen Normannen. Die erbitterten Römer verhinderten Gregors Rückkehr nach Rom. Sein Leben endete, nicht von allen bedauert, ein Jahr später in Salerno.